Hallo und herzlich willkommen. Ein schwarzes Bild sehen wir vor uns. Das ist normal. Das ist normal. Ja. Hast du, apropos, ist an deiner Stelle schon was zu sehen? Nö. Nö? Dann mach Nö. mal. Nein, ich meine, also, ich meinte mit dem, Die Kamera meinst du? ja, deine Ja, Kamera. Ist bin die gerade schon? dabei. Ach so. Installiert und ausgerichtet. Ich muss nur noch die Aufnahme starten. Die Aufnahmeschedarten. Ach, fuck. Nicht Bild aufnehmen. Oh, das wäre doch mal eine Idee, wie wir einen Charakter sprechen könnten. Wie? So statt starten, Schedarten. Schadarten. Express. Exzellent. Exzellente. Smithers. Exzellente. Ach du Scheiße. Nee, das ist zu. Nee, dann machen wir es immer nur So. mit Sp und St. Schepannend, Schetender, Schettender. Gottkinder. Oh, ach so, ja genau. Eigentlich wollte ich ja machen, dass diese Folge präsentiert wird von, wie war das? Ach so, von Orbami. Aber ich hatte wirklich Angst davor, Orba noch mal mit Milch zu mischen. Ja. Okay, Moment, ist was? es nicht diese Papierfalltechnik? Nee, Moment, Orbami. Nein, das ist doch der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten noch. Ach nein, das ist ja Donald Trump. Weißt du noch? Ich erinnere mich. Okay, bevor wir weitermachen, wollte ich noch was sagen. Und zwar, das wird die letzte Aufnahme sein, bevor. Oh Gott. Bevor ich nicht weiß, ob noch irgendwann eine spätere kommen wird. Weil mir wird morgen, also sprich am Mittwoch um. Naja, ungefähr 16 Uhr, falls das bis dahin schon hochgeladen und ansehbar ist, kann mir ja jemand die Daumen drücken. Wenn jemand schon danach schaut, nach dem Hochladedatum und nach dem Mittwoch danach, naja, dann ist auch egal. Aber wie auch immer, mir wird morgen meine gesamte Weisheit entzogen. Oh mein Gott. Wie lange dauert das? Lohnt sich es überhaupt hinzufahren? Das hatten wir doch einstudiert. Da ist doch nicht viel zu holen, solltest du sagen. Ja, das lag so auf der Hand, deswegen, das kam mir zu platt vor. Ah, wie Norddeutsch. Oh, kann ich nicht. Na gut, wo wollen wir mal weitermachen? Und zwar natürlich nicht mit dem normalen laten Intro, sondern mit einem Rätsel, das wir schon mal hatten. Ach so, ich war weg. Upsi. Ach so, das meinst du? Ja, kennst du das noch? Ja, ich erinnere mich. Ja, gut. Also, weißt du, ich werde das Ganze nochmal versuchen, ganz kurz zusammenzufassen. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier ein Kurz. Sechserdezimal, nee, ein Hexasystem haben, also mit sechs Zahlen. Ich habe nochmal überlegt Mein Name zwischendrin. ist Erald von Riva Genau. und ich bin der Hexer. Richtig. Nein, ein Hexasystem, es ist tatsächlich sogar eins. Ich habe da nochmal überlegt, weil es geht ja bis zur sechs, aber dafür gibt es keine Null. Deswegen ist es ein Hexasystem. Doch, die erklärt gerade. Oh, du bist blöd. Nein, und zwar, also es zählt ja von 1 wieder auf 6, so. Oder von 6 wieder auf 1 oder sowas. Nee, und dadurch haben wir wirklich ein Sechszahl-System. Was auch immer. Und wenn man jetzt natürlich mal rechnen würde, und zwar, man nimmt von der ersten Stelle, das wäre jetzt die ganz rechts, da ist jede Zahl so wirklich so das, was sie darstellt. Ja, wie auch immer. So, bei der zweiten Stelle ist es dann wiederum sechsmal das, was sie darstellt. Bei der nächsten ist es sechsmal sechsmal, was sie darstellt. Also bei der 2 wäre das jetzt zum Beispiel 6 mal 6 ist 36, mal 2 sind 72. Und bei der 1 ist es 6 mal 6 mal 6. Ja, genau. Mal die Zahl, die dargestellt wird. Das sind 216. So, wenn wir das Ganze jetzt im Hinterkopf behalten würden und das Ganze mal anwenden auf die Buttons, die wir da haben, dann hätten wir, Moment, ich mache die Notiz wieder auf. Und zwar, also ich habe das jetzt auf der linken Seite. Dann wären diese zwei roten Pfeile nach oben, die man jetzt nicht mehr sehen kann, weil das schon mit anderem Kram übermalt ist, 42, weil wir haben eine 6 für die 1 nach oben auf der zweiten Stelle und eine 36 für die 1 nach oben auf der dritten Stelle. Kommst du soweit mit? Ja. Gut. So, wenn wir das jetzt auf die anderen anwenden, haben wir eben diese Zahlen unter der 42. Übrigens, 42 müssen wir nie drücken, es ist nicht die Antwort auf alles. So, aber was bringen uns diese Zahlen überhaupt? Wir müssen ja eigentlich auch noch rauskriegen, wie wir jetzt auf unser Ergebnis kommen. Und zwar nehmen wir dafür unsere Ausgangszahl 1, 2, 3, 4 und rechnen von dort aus einmal, wie es aussehen würde, wenn wir alle Zahlen nach oben bis, also wenn wir immer addieren würden, bis wir zu 3, 3, 3, 3 kommen.
Das wäre 3-3-3-3 war das gewünschte Ergebnis? Genau. Ich habe das auch mal ins Dezimalsystem, ja, wie alles andere auch, umgerechnet. Genau, 3-3-3-3 war das gewünschte Ergebnis, so. Und wenn man, ich habe das mit dem Pfeil nach oben gekennzeichnet, wie man sehen kann da. Da bräuchten wir noch 473 dazu. Ganz genau 473. Zahl, Zähler. Im Hexer, im Dezimalsystem. Also wirklich jetzt, sozusagen, wir versuchen irgendwie diese 42er und 185 und was auch immer da alles auf der linken Seite steht, so lange so miteinander zu verrechnen, bis wir auf diese Zahl kämen. Es würde sicherlich möglich sein, aber nicht in vier Zügen. Das habe ich schon mal ausgerechnet, denn was wir machen müssten dafür, wäre auf jeden Fall schon mal zweimal die 185 drücken, weil das die höchste Pluszahl ist. Damit kämen wir auf, Moment, das muss ich jetzt mal im Kopf, 370, ja. So, und dann haben wir noch zwei übrig. Das sind entweder, also wenn wir jetzt zwei 42er dazu rechnen würden, dann wären das nochmal 84 dazu. Dann wären das 454, ist zu wenig. Ist keine 473. Es würde also in vier Zügen gar nicht möglich sein, auf diese Zahl zu kommen. Hast du das soweit verstanden? Mhm. Gut, deswegen gehen wir auch nochmal die ganze Sache nach unten, indem wir also sozusagen versuchen, indem wir immer wieder subtrahieren oder sowas, auf die 333 zu kommen. So, da haben wir, habe ich mir auch ausgerechnet, 1045 Schritte, die wir gehen müssen. Mhm. Rückwärts sozusagen, also minus 100, 1045. So, und weißt du noch, was das Ergebnis war, was die richtige Antwort war? Nee. Es war einmal die unterste Taste. Ach so, dass man drücken muss, ja, die unterste, zweimal die obere und einmal die zweite. Nee, oder umgekehrt. Zweimal die zweite und einmal die dritte. Ah, oder so. So, und jetzt würde ich dich mal bitten, das wirklich mal auszurechnen. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ja, weiß ich nicht, mach einen Taschenrechner auf in... Was genau soll ich denn rechnen? Na, also du hast doch links diese Zahlen, die ich errechnet habe. Warte mal, wo ist denn mein Taschenrechner überhaupt? Hier. Ja, so. 42 plus. Nee, das sollst du nicht. Sondern? Du sollst nur die du auch drücken würdest, die vier, rechnen. Ach so. Die Zahlen davon rechnest du mal zusammen und sag mir, was rauskommt. Minus 1045. Tada! Ja, aber ob das jetzt viel einfacher oder unkomplizierter war, bezweifle ich doch stark. Richtig, weil wir müssen ja auch erstmal rausfinden, dass das diese Kombination ist, aber... Eben. Aber ich sag mal so, das ist auf jeden Fall schon mal einfach gewesen, hier auf die 473 zu kommen, dass da nichts weiter geht. Also muss es ja Richtung nach unten sein. Das Einzige, was noch möglich gewesen wäre, ich habe das hier auch mal ganz klein dargestellt, unten rechts in der Ecke, das wäre die nächste Zahl, die wir erreichen müssten in vier Zügen. Die minus 2563. Sprich, das nächste Problem wäre gewesen, aus diesen fünf Zahlen, die wir haben, zusammenzubasteln, dass diese minus 1000 irgendwas rauskommen. Mhm. Ja. Ja, nee, ja, genau, genau. Also die sozusagen so miteinander zu verrechnen. Es wäre also dadurch, dass wir wissen, dass es vier Züge sind, wäre es zumindest möglich, so ein bisschen zu schätzen. Und dann aufgrund dieser Schätzung nochmal genau zu rechnen. Und dann hätte man es vielleicht sogar relativ schnell so... Na, weiß ich nicht. Manche hätten es vielleicht sogar schon vor ihren Augen gesehen dadurch. Ja. Manche eben nicht. Das ist es ja natürlich. Die würden da tatsächlich nochmal mit der neuen rechnen, obwohl die vielleicht... gar nicht zum Ergebnis führen würde. Beziehungsweise, okay, sie würden sicherlich alle irgendwie zum Ergebnis führen. Ich denke mal, es wird genug Möglichkeiten geben, wo man alle mindestens einmal drücken muss, wo man tatsächlich zum Ergebnis kommt. Das kann man sicher jetzt ausrechnen. Alle mindestens einmal geht ja gar nicht, dann hast du schon zu viel. Ja, aber ich meine, du musst ja nicht unbedingt vier Züge nehmen, es ist nur empfohlen. Ach so, ich dachte, man musste das nicht. Nee, das war ja nicht. So, jedenfalls, damit hätten wir das nochmal erklärt. Das musste ich einfach nochmal machen. Jetzt haben wir schon wieder fast ein Part rum. Das war der längste Intro-Gag aller Zeiten und der war nicht mal lustig. Nee, ganz so gar nicht. Ne, wieso, das war nicht der Intro-Gag. Das war einfach ein Intro. So. Ein Intro. Ein Intro. Die großartige Maya schlägt wieder zu. Hupsi, ich hab noch meinen 3DS an. Also, ja, das ist ja auch gut so. Ich meinte eigentlich den Ton von meinem 3DS. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Bis Maya jetzt gesprochen hat. Ist gar nicht so schlecht, dann höre ich ein bisschen was. Außerdem, hier, guck mal, was das Ding zu mir sagt. Tada. Das hat's letztes Mal schon zu mir gesagt. Okay, wir haben das jetzt gelöst und können jetzt auch weitermachen. Ja. Gott sei Dank. Oh Mann, das musste einfach nochmal sein, damit alle das nochmal verstanden haben oder zumindest denken, boah, kann der damit jetzt nicht aufhören oder was? Ich weiß doch, mein Kopf sieht so rund aus irgendwie bei dieser Kameraperspektive. Warte mal, so ist besser, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit so nach unten gucken, ist ja auch blöd. Dein Kopf sieht so rund aus. Sieht da sonst eckig aus? Dreieckig? Nee. Sechseckig. Sechseckig. So hexagonförmig. Ach, da hast du auch ein Hexasystem. Mhm. Ein Hexasystem. Ach, deswegen waren das sechs Zahlen. Oh, ist das ein schlechter Wortwitz, den die da reingepackt haben. Nein, den ich jetzt versucht habe zu konstruieren. Wegen der Hexe Veganer? Ja. Aber nein, es gibt doch nur Hexen, es gibt doch gar keine Hexer.
Das hatten wir doch schon in einem Part. Ja. 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 Weil, wie war das nochmal? Er konnte keine Hexe sein, er war ein Mann. Ja, wir haben es zum Spaß gesagt. Ja, und... Der im Ernst. Ach, der hieß Ernst? Ich dachte, der hieß... Wie hieß der denn? Luke. Nee. Ich meine, der Hexer. Der Alchemist. Stimmt. Azteken hielten Eulen für Boten des Bösen und der Hexerei. Deswegen benutzten sie nur Tauben. Für ihre Briefe. No. Aber ich denke nicht, dass das hier so ist. Okay. Guti. Sören. Naja. Moment, wo sollen wir denn jetzt eigentlich? Nee, wir sollen da gar nicht rein. Aber wo ist denn das Haus des Hexers? Sollen wir da hin? Ich hab's nicht mehr mitbekommen, irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Also, naja, finde das Haus des Hexers. Da. Was? Da. Da? Da war gerade das Ausrufezeichen, ja. Wo? Na, da, wo du stehst. Nein. Doch. Moment. Oh, da, ja. Moment, wenn ich jetzt hier hingehe, dann ist es wieder da. Boah, dann gehe ich da hin. Boah. Mäcki. Schmäcki. Was trinkt dein Mäcki den ganzen Tag? Obami. Obami. Nein, das trinkt keiner. Und wer es doch trinkt, hat echt einen Schaden. Ich hatte mal so einen Kranich aus Obami. Den von Heavy Rain, den habe ich nachgefaltet. Und nein, nicht mit dem vorgefertigten Ding, was drin war, sondern mit einem echten Papier. Wie, das vorgefertigte Ding war kein Papier? Naja. Das war ein Steelbook. Ja. Zum Falten. Ein Faltbook. Ein Faltbook. Ach genau, bevor der Part vorbei ist, würde ich gerne noch was sagen. Und zwar, ich habe an jemanden in Google Plus eine Hangouts-Anfrage gesendet und derjenige hat mir bis jetzt noch nicht drauf geantwortet. Wenn du dieses Video siehst und ich weiß, du wirst es sehen, dann erstens mal kommentier wieder schön dieses Video. Ich finde das sehr nett, dass du das machst. Und nimm die verdammte Anfrage an. So, ab zum nächsten Part. Jetzt kommen bestimmt alle und sagen, ich will auch. Ja, jetzt werden sich alle fragen, wer ist denn das jetzt? Gucken alle bei sich rein, dann ist es... Ach, wie auch immer. So, wie gesagt, ab zum nächsten Part. Also, ich bin's nicht. Ja, du bist es nicht. Weißt du das wirklich? Ach, Mann, komm weiter.